Immun dagegen. Oh nein. Verräter. Ich wusste, es ist falsch, einem Hexer zu vertrauen. Jetzt muss ich den bestimmt verkloppen, ey. Ich ließ euch beschatten. Ihr habt gemeinsame Sache mit einer Vampirin gemacht und werdet jetzt mit ihr sterben. Macht jetzt keine Dummheit. Hier muss niemand sterben. Die Dummheit habt ihr begangen. Jetzt bekommt ihr eure Strafe. Haltet ein. Ihr habt keine Chance gegen uns. Uns? Meine geliebte Schwester, wir sind hier, um euch zu retten, um diesen bösen Zauber aufzuheben. Es gibt keinen Zauber. Eure Schwester ist aus freien Stücken hier. Sie hatte keine Lust, den Rest ihres Lebens Geschirr zu spülen und für einen senilen Greis die Schenkel zu spreizen. Genug der Lügen. Für die flammende Rose. Angriff! Ach, heilige Scheiße. Miau. Sie hat recht. Hier ist kein Zauber im Spiel. Eure Schwester hat eine Wahl getroffen. Hexer, ihr habt euch eben euer eigenes Grab geschaufelt. Vielleicht habe ich tatsächlich eins ausgehoben. Aber nicht für mich. Na toll. Jetzt muss ich mich noch kloppen. Hallo. Jetzt erstmal schön ruhig hier, ne? Ich muss erstmal mein Schwert ziehen. Ach du Scheiße, wie sehen die jetzt aus? Mit sowas habe ich gebürstet. Heieiei, eine tolle Wurst. So, und jetzt machen wir hier Gruppenkampf hier, ne? Und dann geht das hier los. Jetzt hau doch mal auf den Patrick Swayze drauf, ey. Knapp ich mir hier halt die Knappen. Mann! Du Pfeife! Höre auf, irgendwelche Tränke zu dir zu nehmen. Du Kackhund. Also irgendwie geht heute das mit dem Kämpfen mal gar nie. Ich weiß auch nicht. Mein Gott. Ey, was ist denn heute hier los? Gottverdammte Scheiße hier. Diese Männer versprachen euch sicher Gold. Ich könnte euch eine Gewinnbeteiligung anbieten. Was jetzt? Jetzt? Das Geschäft wird weiterlaufen. Wir müssen nur die Leichen wegschaffen. Und das Mädchen? Die Kleine tut, was ihr gefällt. Sie soll sich erstmal ausruhen. Es gab also keinen Zauber? Woher soll ich das wissen? Ich habe keinen gewirkt. Zauber sind oft nur schwer von Faszinationen zu unterscheiden. Ich habe Menschen getötet. Dabei sollte ich Ungeheuer töten. Das kleinere Übel, Geralt. Ihr müsst es wählen, um das wahre Böse zu vermeiden, das im Dunkeln lauert. Ja, na gut, Quest abgeschlossen. Ist auch okay.
komm. Na komm. Brauche ich nie. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte da Überreste. So. Mal sehen, was ich da jetzt noch krieg. Was ist das? Da nochmal Überreste. Wie lange denn noch? So, habe ich jetzt alles? Ich hoffe es. So, schick, schick. Dann haben wir jetzt doch wieder was abgeschlossen. Bin ich ganz froh. So. Ich glaube, ich gehe jetzt als nächstes nochmal zu Leuwarden. Vielleicht ist der jetzt bereit, mir Neues zu sagen. So, ihr habt euch vielleicht gewundert, warum es in dieser Folge keine Begrüßung gab. Die letzte Folge ist halt mit dem Kampf ein bisschen zu lang geworden. Und deswegen habe ich die einfach gesplittet. Was führt euch hierher? Vergesst es. Also, nein, ich bin eigentlich nicht unhöflich. Nur um das klarzustellen. So. Ich hätte gern einen Happen. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Ich würde aber jetzt natürlich sehr gerne im Hauptquest dann mal weiterfahren. Und dann gucken, wie es hier in der Story weitergeht. Noblesse oblige. Überflüssiges so. Gefasel. Ja? Was habt ihr aus diesen Dokumenten erfahren? Das Versteck der letzten Salamanderzelle im Händlerviertel von Visima. Ich eile umgehend dorthin. So einfach ist das nicht. Sie liegt jenseits der überwachten Zone. Der Zutritt ist verboten. Wie lautet jetzt der Plan? Ein Offizier der Stadtwache ist unser Informant. Er tut in den Straßen von Visima Dienst. Wie erkenne ich ihn? Er reagiert auf ein Passwort. Sprecht die Worte, die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Dieser Spionagequatsch geht mir auf den Senkel. Er antwortet dann, drei Lilien ergeben eine. Er wird euch zu dem Versteck führen. Ja, nee, ist klar. Prinzessin Ada sollte heiraten. Schnauze, ich wollte aus der Türe raus. Pfeife. So, naja gut, dann werden wir halt die letzte Zelle da auch noch ausheben. Probleme, Hexe? Nein. Keine, aber danke der Nachfrage. Das ist ja schön, wenn wir dann die Zelle ausgeschalten haben. Das wäre cool. So, jetzt müssen wir aber erstmal diesen anderen Heini da finden.
So. Gucken wir mal, ob wir den hier auf der Straße finden. Da. Wache. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißhaar. Wachoffizier, ich quatsch mal den Wachoffizier an. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ihr wollt Blumen? Von mir? Ich meine... Geht jemand anderem auf die Nerven. Ist gut. Mach ich. Ich bin erschöpft. Perfekt. So, naja gut, dann müssen wir halt die nächsten dann suchen. Warte mal. Der Metzger. Hm? Gibt's was Neues? Habt ihr keine Angst, unter Kriegsrecht schlecht über Mächtige zu reden? Schlimmstenfalls werfen sie mich in den Kerker. Ich denke, wir müssen die Wahrheit über die Herrschenden sagen. Das ist unser Recht. Kühne Worte. In der Tat. Ich lasse mich nicht von Diktatoren einschüchtern, die den kleinen Mann ausbeuten. Ich beuge mich nicht der grimmigen Repression von Oligarchen und Aristokraten, die einen Haderlump mit Blut an den Händen auf den Thron hieften. Hey. Ich wünsche euch viel Glück. Hm? So, was kann ich denn handeln? Ha? Sehr schön. Und weg. Das gibt so viel, das brauchen wir gar nicht alles. So, sehr schön. Jetzt haben wir dann auch wieder Platz da drin. Und so, mit dem hatte ich ja gequatscht gehabt, ne? Glaube ich. So, da haben wir nur Wachmänner. Die sind auch alle nur blau. Ist auch nicht das Richtige. Was führt euch hierher? Vergesst es. Dein Kopf führt mich hierher, du Honk. So. Wachmann, da ist der Offizier. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Ist das ein Passwort? Was? Wartet. Ihr wollt mich auf die Probe stellen. Hey, Jungs. Ich glaube, wir haben hier einen Störenfried. Nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Gebt auf. Ich sollte mich hier mit einem Freund treffen. Ich sollte euch ins Verlies werfen. Ihr habt Glück, dass mir Prinzessin Ada in Kürze einen Orden verleiht. Einen Orden? Dafür, dass ich gegen die Elfenterroristen kämpfe. Gibt es keine größeren Probleme? Was ist mit der Pest? Den Ungeheuern? Haltet ihr mich für einen Tölpel? Ein Terrorist bringt doppelt so viel Gold wie eine Kikimore. Und ist leichter zu fangen. Fangen? Man muss einen anderlingen Kollaborateur lediglich identifizieren. Du bist ein Held. So, ich hab doch jetzt im Hintergrund irgend so einen gesehen. So einen Offizier. Ach ne, das sind wieder nie die richtigen. Das ist ja gar nicht so einfach. Und das ist bestimmt ja der, den ich schon mal angequatscht hab. Ja? Die Lilie muss noch von Flammen umhüllt werden. Was? Oh,
Entschuldigung. War nur ein Scherz. Drei Lilien ergeben eine. Ihr hättet euch ein einfacheres Passwort ausdenken sollen. Nun denn, hier ist der Plan. Schlag Mitternacht, trifft meine Einheit in den Kloaken ein. Kommt ihr nicht mit mir? Wir geben euch Rückendeckung, aber höchstens 2 Stunden lang. Wir treffen uns dort. Männer! Achtung! Vorwärts, Marsch! Alles klar, um Mitternacht, aber das ist ja noch ein Stück hin. Das heißt, ich kann wieder mal das mit dem Geist vergessen. So, also die Pokerspieler schießen direkt, das werde ich... kann ich, glaube ich, lassen. Weil Odo und Miguel sind ja eh schon tot. So. Na gut, wir könnten auch versuchen, Eingang von den Kloaken, wo ist der? Schmiedehaus. Friedhof. Bankrotthaus. Mensch, wo ist denn hier der Eingang? Du mich verarschen, ey. So. Alles klar. Dann werden wir mal dorthin marschieren. Und dann suche ich mir in der Nähe einen Schlafplatz. Beziehungsweise ein Feuer, wenn das dann nur, wenn das dann mal wieder klappt. Ritter sollten gegen Ungeheuer kämpfen. So. Sind so ungehobelt. Ihr habt keinen Grund hier zu sein, Weißer. Jo, also ich werde dann mal schlafen gehen und wir treffen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao ciao.